So, da sind wir wieder bei FIFA 11. Wir sind nun im Viertelfinale meiner kleinen eigenen WM, meiner Aggressions-WM, wo ich jetzt in den letzten drei Parts oder vier, ja okay, ein bisschen, habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Ich versuche das jetzt im Spiel gegen Polen nicht so zu haben. Wir spielen mit derselben Aufstellung, jetzt nicht groß verändert, weil meiner Meinung nach, ich zocke hier noch ein bisschen so gegen den Torwart, nein, okay. Irgendwie hat die Aufstellung uns beim letzten Mal doch ein bisschen Glück gebracht, weil wir 6-0 gegen Brasilien gewonnen haben. Deswegen mache ich jetzt auch keine Aufnahmepause zwischen den einzelnen Spielen und nehme einfach am Stück auf. Ey. Weil vielleicht bleibt unsere Spielqualität ja jetzt so. Der Torwart ist ein bisschen ausgefuchst da anscheinend. Ja, wir wollen ja auch noch nicht den Tag vor den Abend loben. Oh, das ist jetzt aber echt ärgerlich. Schon die zweite vergebene Chance. Naja, haben wir noch ein bisschen. Das liegt daran, dass wir den Ballack wieder ins Team genommen haben. In echt ist er ja sozusagen entlassen worden. Wollte auch kein Abschiedsspiel. Super. Westermann, Verteidiger. Super. Man muss auch sagen, ich spiele auf Amateur. Weil, ne, ich spiele mit Tastatur. Da ist es überhaupt ein Wunder, überhaupt was hinzukriegen. Ich musste die Steuerung auch anpassen. Sonst hätte ich hier gar nichts hingekriegt. Und selbst mit angepasster Steuerung ist es noch relativ schwer. Wie man hier unschwer erkennen kann. Ist das jetzt wieder was ganz anderes als gegen Brasilien. Ja, okay, bis jetzt. Wer weiß, wie sich das Ganze noch entwickelt. Bis jetzt läuft hier eigentlich alles gut. Also der Jansen, der überrascht mich in dieser WM. Muss ich echt sagen. Weil von dem, weil mit dem kann man richtig gut Vorlagen machen bis jetzt. Wieder hier. So. Ey, ich hab doch auf Pack. Oh. Egal. Lasst es uns nicht wieder auf, dass wir nur Aggression haben. War Aggression nix gut. Flur haben wir eigentlich. Ah. Geht noch. Ich hoffe, dass die Spanier noch rausfliegen. Oh, also langsam reicht es aber auch mit den Ecken. Ja, auch so war keine Ecke. Ne, weil Spanien, da habe ich... Ja, okay, Schiss nicht, aber Spanien könnte echt ein Pech loswerden. Weil Spanien in diesem Spiel auch relativ... Also weil Spanien wirklich auch eine gute Mannschaft in dem FIFA 11 ist. Vielleicht wenn, das frage ich am Ende des, wenn wir hier rausfliegen, ob ich nochmal sowas machen soll, von wegen FIFA 11 oder irgendein Turnier. Weil Saison nicht, weil auf Saison habe ich keinen Bock. Mit Aufnahme, so privat zocke ich gerade Manager-Modus durch. Mit Spielen natürlich, nicht Manager nur. Ah, Freistöße kann ich nicht schießen. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Ich sitze mal so ekelhaft im Schneidersitz. Und ich habe einen ganz ich habe einen ganz blöden Stuhl dafür. Wo es nicht gesund ist, im Schneidersitz drin zu sitzen.
Manchmal sind die Beine da so eklig verwinkelt. Scheiße. Ey, so assi. Oder wenn ihr wollt, dass ich mal ein Vereinsturnier mache, könnt ihr mir auch schreiben. Also wenn ich nochmal sowas machen soll. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nochmal mit Aufnahme, ist mir eigentlich egal. Ein paar Ausraster werden, wie gesagt, immer dabei sein bei FIFA. Ach. Pah. Es war nix. Egal. Ach, muss man vernünftig aufziehen und nicht so aus dem... Nee, das kann man vergessen. Ich bin aber gespannt, ob wir noch über unser 4-0 rauskommen, weil bis jetzt sieht es nicht so aus. Mal gucken. Die FIFA-Pads, die fressen immer an Speicher. Da muss ich gleich gucken, vor allem wenn es regnet. Ah, schade. Schade. Nummer 8 war, glaube ich, Özil, oder? Ja, ich glaube wo. Egal. Ist ja gerade nicht so spannend, das Spiel. Wer sich dafür interessiert, was ich im Manager-Modus zocke, ich zocke mein erstes Jahr jetzt im Manager-Modus mit dem SC Paderborn und möchte mich in die Bundesliga hochspielen, weil die ja hier in der zweiten Liga sind. Und wie es aussieht, auch drinnen bleiben werden. Weil die ersten beiden Spiele unentschieden. Ey! Und ja, jetzt zwar ein Sieg, aber naja. Deswegen wird FIFA auch das erste Spiel sein, glaube ich, was ich nach einem Let's Play oder nachdem ich das aufgenommen habe, was ich nicht runterwerfen werde vom PC. Weil ich die Saison noch zu Ende spiele und vielleicht auch eine zweite mache. Aber halt nicht als Aufnahme, keine Angst. Weil FIFA, nee, mit eine ganze Saison, ah, das ist eklig. Mein Lieblingswort, eklig. Oh, Halbzeit. Ja, 1-0 geht klar, geht in Ordnung. Das Spiel ist nicht so hektisch. Das war wirklich ein gutes Tor. Also ein Glückstor teilweise auch, aber naja. Besser ein Glückstor als gar kein Tor. So, wir dürfen uns jetzt aber nicht noch in dieser Halbzeit einen reindrücken lassen, weil ich sag mal so, Elfmeterschießen bin ich schlecht. Aber jetzt kommt ja vorher noch Verlängerung. Jetzt kommt wieder die geile Steuerung zum Einsatz und da haben wir ihn wieder. Na, das wäre Glück gewesen, wenn wir den noch gekriegt hätten. Wow! Ah, schade. Jetzt müssen wir aber mal wenigstens so ein 2-0 hinkriegen, dem gleich oder so. Weil 1-0, das wäre eine magere Ausbeute eigentlich. Vor allem, nachdem wir die in der Gruppenphase 4-0 abgespeist haben. Ah, super. Das war gut. So, kommt durchrennen. Die haben ihre Abwehr so offen. Jetzt darf der Özil mal. Jo,
klappt auch ganz gut. 3-0. Jetzt fängt das Spiel an, Spaß zu machen, muss man mal sagen. Wenn ein Spiel läuft, dann, also wenn ein Fußballspiel läuft, dann macht FIFA auch Spaß. Pass mal auf, jetzt trumpfen die auf. Ey, 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 ey. So. Jetzt darf Özil noch sein zweites machen. Das klappt auch noch. So, jetzt halte ich unseren Stand. 4-0, glaube ich, steht es jetzt. Das reicht. Peace-Check. Ja, egal. Ah, 3 Stück gleich ausgewechselt. Herr Holler, die Waldfee. So. Na komm. Gucken wir, ob wir den Rekord von Brasilien knacken können. Ich überspringe diese ganzen Replays, weil ich nicht so lange Parts haben will. So kurz halten wie möglich, weil die gehen schon lange und das ist ein Horrorteil, die hochzuladen. Ist ein Horrorteil, das hochzuladen, weil das dauert um die, ja, 100 Minuten. Weil die halt 800 MB groß sind. Jo, so langsam wird es deutlich. Also man merkt doch oft, dass ich auf einfach spiele. Und ich meine auch, wenn man ganz hoch führt, dann werden die Computermannschaften noch schlechter wegen Moral und so. Gibt es ja hier bei den FIFA-Spielen, dass sie dann so Moral-Tiefs haben. Schade. 20 Minuten haben sie noch, also jetzt im Spiel, nicht auf dem Video. Meine Damen und Herren, bitte überlassen Sie das Werfen von Gegenständen auf den Fenster. Vielen Dank. Wer wirft denn Gegenstände? Oh, was war das denn? Kakao? Ja, das habe ich gesehen. Dass der erste war, aber. Oh, da hat er den gehabt und noch unterm Arm durch. Oh, das ist bitter. So. Also bis jetzt läuft die K.O.-Runde, glaube ich, richtig gut. Scheiße. Ja, also sie läuft ganz gut eigentlich, weil ich glaube nicht, dass die noch so viel Tore jetzt schießen. Ja, okay, möglich wäre es bei meiner Spielweise manchmal. Aber heute. Ich muss echt sagen, das läuft hier heute locker von der Hand. Oh, hätte ich doch mal irgendwie abgespielt noch, aber egal. Was spackt denn der Thomas Müller gerade so rum? Oh. Darf der Jansen mal wieder. Ah, das war verzogen. Aber sowas von. 5 Spielminuten noch. Ja, also ich glaube, im 7-0 kann man sich sehen lassen. Wie gesagt, immer bedenken, ich bin nicht gut in dem Spiel. Weil Anfänger und so, ne? Da spielt jeder solche Ergebnisse. Ich habe einen Kollegen, dem habe ich mal FIFA 11 für die PlayStation ausgeliehen.
der meinte hinterher, er wäre der übelste Pro, weil er im Manager-Modus auf einfach 7-0 und so spielte. Da ich, musste man mal sagen, ne? Junge, einfach ist gleich scheiße. Das passte jetzt. Ja, okay, ein Tor können sie ruhig schießen. Oh, ich muss den Spieler anrufen. Ich weiß nicht, wie man Freistöße spielt. In dem Spiel. Oh, Schande. Naja, egal. 7-1. Kann ich mit leben. Oh, ich habe Anstoß. Dafür bedanke ich mich jetzt auch nochmal bei dem Torwart. Schade, das wäre zu geil gewesen. Komm, bedanken wir uns für das Gegentor. Scheiße. Ja, egal. 7-1. Würdiges Viertelfinalergebnis für mich. Thomas Müller mit seinen 3 Toren, einer Torvorlage, 6 Schüsse. Die Schüsse aufs Tor 83%. Abgeschlossene Dribblings 12 von 13. Dribbling Distanz 261 Meter. Ja. Können wir uns mal die Spielerbewertung angucken. Oh. Der Torwart hatte wieder nicht viel zu tun. 10-10. Unsere beiden Superspieler. Mesut Özil und Thomas Müller. Unsere beiden Ersatzspieler, warum sind die denn da mit drin? Hab doch gar keinen ausgewechselt. Ja, ich habe die noch 90 Minuten laufen lassen. Wer ist denn unser nächster Gegner? Spanien hat gegen Holland gewonnen. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, spielen wir als nächstes gegen Holland. Gegen Spanien. Mahlzeit. Also egal wie wir spielen, unser nächster Gegner wird Spanien sein. Scheiße. Egal. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann im nächsten Spiel von FIFA 11 WM. Tschüss.